Tausend und eine Frage. So heißt der heutige Podcast, zu dem ich dich ganz, ganz herzlich willkommen heiße. Mein Name ist Dr. Dete Jasper und du bist in einer neuen Folge von Deine Gesundheit machst du selbst. Ja, ich bekomme immer wieder ganz, ganz viele Fragen von dir und ich freue mich, denn das zeigt mir, ja, dass dir der Podcast etwas bringt, dass er dich ein bisschen inspiriert, dass er dich ein bisschen mehr auf den Weg in deine Gesundheit bringt. Und das ist ja das Ziel von diesem Podcast. Das Ziel von diesem Podcast ist, dir einfach Wege aufzuzeigen, wie du deine Gesundheit machen kannst. Ja? Deswegen heißt er ja auch so, deine Gesundheit machst du selbst. Denn unsere Gesundheit ist das Resultat von den vielen, vielen kleinen Dingen, die wir jeden Tag tun. Und je mehr gute Gewohnheiten wir haben, je mehr gute kleine Dinge wir tun, je besser es uns geht, desto gesünder sind wir. Und ja, ich habe heute mal, nein, es geht nicht um 1000 Fragen, die ich tatsächlich beantworte, sondern ich habe heute die 10 wichtigsten Fragen oder die 10 häufigsten Fragen, so ist es richtig, mal herausgesucht. Und die 10 häufigsten Fragen, die beantworte ich in der heutigen Podcast-Folge. Also bleib dran, denn ich bin mir sicher, eine von deinen Fragen ist bestimmt auch dabei. Auch wenn du sie noch gar nicht gestellt hast, sondern du sie bislang erst in deinem Kopf hast, weil das sind einfach die Fragen, die immer wieder, ja eigentlich fast täglich bei mir auflaufen. Also viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und gute Erkenntnisse. Bevor es mit dieser Podcast-Folge so richtig losgeht, möchte ich die Gelegenheit nutzen und dir danken. Ich danke dir dafür, dass du da bist, dass du jetzt eingeschaltet hast, dass du dir diesen Podcast anhörst und für deinen Support, indem du ja, mir eben die Fragen stellst, indem du den Podcast abonnierst, indem du eine Rezension schreibst. Und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass der Podcast ja schon über eine halbe Million Mal downgeloadet wurde. Das gibt mir wirklich ja, Mut, einfach weiterzumachen. Mich jedes Wochenende, das ist bei mir eigentlich immer sonntags, mich jeden Sonntag hinzusetzen und eine neue Folge für dich aufzunehmen. Und ich stelle mir vor, dass du sie dann beim Bügeln, bei der Hausarbeit, beim Autofahren, beim Joggen, mit dem Hund rausgehen, wie auch immer, dass du sie dir anhörst und für dich ja, die Quintessenz herausziehst und sagst, oh ja, jetzt weiß ich wieder ein bisschen mehr, jetzt kann ich meine Gesundheit wieder ein bisschen mehr verstehen, jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr was dafür tun oder vielleicht auch wirklich ja, etwas ganz Wichtiges für dein Leben herausziehst oder aber dich einfach bestärkt fühlst in dem, was du tust. Dieser Podcast möchte dir da einfach diese Hilfe geben. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank. Und was der Podcast noch möchte, ist, er möchte dich ja umarmen. Ja, er möchte dich wärmen und umarmen. Und ich hoffe, das gelingt mir ab und zu ein bisschen. So, jetzt geht's aber los mit den 1001 Fragen, sprich mit den 10 häufigsten Fragen. So, dann starten wir mal mit den 10 wichtigsten Fragen. Also die ersten beziehen sich auf die Mundhygiene, auf die Mundflora, auf eine gesunde Mundflora. Und dann ab der 6. Frage kommen dann so 4 Fragen zu CMD. Und dann kommt noch eine letzte Frage, die ich herausgesucht habe. Da geht es um die ganzheitliche Zahnmedizin, um wurzelbehandelte Zähne. Also, erste Frage, die ganz, ganz häufig gestellt wird. Annette, wie ist es eigentlich? Soll ich nun Zahnseide oder Zwischenraumbürstchen verwenden? Und welche Sorte soll ich nehmen? Wie häufig soll ich die benutzen? Und wie lange? Wann werfe ich sie weg? Also ich denke, die letzte Frage dazu aus diesem Fragenkomplex, wie lange, das bezieht sich eigentlich nur auf die Zwischenraumbürstchen, denn ich denke, bei der Zahnseide ist es klar, dass du sie nach einmaligem Gebrauch wegwirfst, weil die kannst du ja nicht waschen oder dergleichen, sondern die wirfst du einfach weg. Und bei Zwischenraumbürstchen ist es so, ja, dass du sie, ja, ich sage es mal, unterschiedlich lange verwenden kannst. Also klar ist auf jeden Fall nicht nur einmal.
außer du hast dieses Zwischenraumbürstchen kaputt gemacht quasi. Das ist dir verkantet und du kriegst es halt einfach nicht mehr gerade und dann kannst du das nicht mehr verwenden. Dann kannst du es auch gleich wegwerfen, weil wenn du nicht richtig in den Zahnzwischenraum reinkommst, dann nützt es ja nichts. Ja? Aber ansonsten kannst du diese Zwischenraumbürstchen genauso wie die Zahnbürste ja nach dem Verwenden, nach dem Benutzen sauber machen, also du einfach unter fließendem Wasser sauber machen, vielleicht ein bisschen trocken tupfen und dann legst du es halt einfach in deinen Schrank oder in eine Box oder wie auch immer und am nächsten Tag kannst du es wiederverwenden. Ja? Und je dicker dieses Zwischenraumbürstchen ist, sprich je größer der Durchmesser, desto länger hält es auch. Und aus dem Grund kann ich nicht sagen oder nicht so pauschal sagen, dass du ein Zwischenraumbürstchen einen Tag oder fünfmal verwenden kannst oder nur zweimal oder zehnmal, weil das einfach sehr, sehr unterschiedlich ist. Also ich habe manche Zwischenraumbürstchen, die verwende ich eine Woche. Ja, also eine Woche lang jeden Tag und dann habe ich welche, die werfe ich wirklich nach einmaligem Gebrauch weg. Dann eben die Frage, welche Sorte von Zwischenraumbürstchen ist die beste, welche sollst du verwenden? Und da möchte ich erst einmal so ein bisschen unterscheiden zwischen den Zwischenraumbürstchen aus Kunststoff, aus Plastik und aus Bambus. Und ich werde sehr häufig gefragt, ob man diese Zwischenraumbürstchen aus Plastik verwenden kann, darf, sollte. Und da darf ich dir sagen, ja, bis vor 2 Jahren oder so bis vor 1,5 Jahren habe ich die selbst auch immer verwendet, weil ich keine passende Alternative aus Bambus hatte. Ja, es gab da schon die ersten Bambus-Zwischenraumbürstchen, aber die waren mir von der Qualität nicht gut genug. Ja, das sind diese Bürstchen immer aus diesem Halter rausgefallen und der Draht war mir zu kantig. Ja, also es ist so, klar, du kannst die Zwischenraumbürstchen aus Kunststoff verwenden, weil die Fragen, die mich dazu erreichen, ist, was ist mit diesem Kunststoffabrieb? Es ist ja so, dass das ja nur der Halter ist. Ne? Also da gibt es jetzt nicht den Kunststoffabrieb per se, sondern du hältst ja eben auf, das ist ja nur der Griff, der aus Kunststoff ist. Und ja, die Bürstchen sind, klar, das sind keine Naturborsten. Naturborsten wären viel zu grob, viel zu scharfkantig auch. Und da würdest du dich verletzen mit. Aber es gibt jetzt da keinen Kunststoffabrieb, über den man sich unterhalten muss. Aber ja, der Natur wegen verwende ich und empfehle ich auch tatsächlich mittlerweile die Bambus-Interdentalraumbürstchen, weil du einfach der Natur entgegenkommst damit. Und das ist auch der Grund, warum wir bei Muscana Dent vor einem Jahr so ungefähr auch die Bambus-Interdentalraumbürstchen mit ins Programm aufgenommen haben. Ja, also wir haben da natürlich erstmal so ein bisschen gesucht und geschaut, wer kann uns diese Bambusbürstchen in der Qualität, wie wir uns die vorstellen, wer kann uns die liefern, produzieren und haben uns dann da in die Produktion begeben. Und mittlerweile gibt's die in 2 Größen. Grundsätzlich zu der Sorte ist zu sagen, wenn du jetzt Zwischenraumbürstchen aus Kunststoff nimmst, dann haben die ja verschiedene Farben. Die sind sozusagen farbkodiert. Aber du kannst diese Farben nicht auf eine andere Firma übertragen. Also sprich, jede Firma hat ihre eigene Größenordnung. Ja? Also nehmen wir mal an, eine Firma bietet 5 verschiedene Größen an Interdentalraumbürstchen an. Und dann überlegen die sich, okay, wir nennen die einfach 1, 2, 3, 4, 5. Und dann nimmst du meinetwegen die Größe 3. Und eine andere Firma hat es auch so und hat vielleicht auch nur 3 Größen und nennt die auch 1, 2, 3. Und dann ist die 3 von der Firma X nicht die gleiche 3
wie von der Firma Y. Ne? Also das sind einfach verschiedene Größen. Du kannst es nicht übertragen. Und genauso ist es mit den Farben auch. Wenn die Firma X sich überlegt, okay, wir machen einfach die Größe 1, machen wir gelb, die Größe 2 machen wir rot und die Größe 3 machen wir blau. Und die Firma Y denkt sich, ah ja, wir machen die Größe 1 gelb, die Größe 2 machen wir blau und die Größe 3 machen wir grün. Dann kannst du das Blau und Blau eben nicht vergleichen. Das ist einfach, da gibt es keine Normen, ne? Da gibt es keine Normen, sondern das ist einfach bei jeder Firma ganz, ganz unterschiedlich. Und es ist wichtig, dass du das Zwischenraumbürstchen dir raussuchst oder raussuchen lässt von der Dentalhygienikerin, welches den entsprechenden Zahnzwischenraum vollständig ausfüllt. Bedeutet, dass du durchaus damit rechnen solltest, dass du für dein Gebiss mehrere Größen brauchst. Wir achten in der Praxis immer darauf, dass es nicht mehr als 3 verschiedene Größen sind. In der Regel sind es 2. Und das hat so den Hintergrund, dass wir natürlich auch wollen, dass du dir das auch merkst, wo du mit welcher Größe hinkommst, damit du das auch durchziehst. Weil wie bei allem im Leben kommt es ja auf die Regelmäßigkeit drauf an. Ja, das ist genauso, wenn du dir vornimmst, dich gesund zu ernähren. Macht es ja wenig aus, wenn du einmal im Monat Brokkoli isst oder einmal im Monat Gemüse isst und dich sonst von Junkfood ernährst. Und genauso ist es natürlich bei der Zahn- und Mundpflege auch. Diese Zwischenraumbürstchen sollte schon jeden Tag verwendet werden. Und da komme ich jetzt auch schon zu der vierten Frage in diesem Komplex. Jeden Tag, aber jeden Tag ja einmal. Ne? Also ich bekomme sehr häufig die Fragen, ja, soll ich die 3-mal am Tag verwenden, so wie ich mir die Zähne putze? Ich sag mal so, ja, du kannst nichts falsch machen, in Anführungsstrichen. Ich meine, du kannst zwar schon auch zu viel putzen und du darfst dir auch vorstellen, das Gewebe muss ja auch regenerieren. Ja? Wenn du da immer zu am Scheuern und Machen und Tun bist, dann wird dein Gewebe auch wund mit der Zeit. Ja? Also einmal innerhalb von 24 Stunden, also einmal am Tag, reinigst du die Zahnzwischenräume gründlichst. Und jetzt komme ich zu dem Switch Zwischenraumbürstchen oder Zahnseide. Also Zwischenraumbürstchen solltest du auf jeden Fall verwenden und wirklich schauen, dass du möglichst überall damit hinkommst. Also ganz, ganz viele Menschen glauben, bei mir passen die Zwischenraumbürstchen da und dort nicht durch. Und wenn wir dann in der Praxis schauen, dann stellen wir fest, das geht ganz einfach. Du hast halt nur die falsche Größe gehabt oder du hast den falschen Ansatz gehabt oder es war von innen Zahnstein da und dann bist du natürlich nicht durchgekommen. Da musste man erstmal den Zahnstein entfernen. Und das sind alles so Gründe, warum ja, du glaubst, du passt da mit so einem Zwischenraumbürstchen nicht durch. Aber glaube mir, es gibt ganz wenige Stellen, die gibt es aber, ja, durchaus, aber es gibt ganz wenige Stellen an den Zähnen im Gebiss, wo eben so ein Zwischenraumbürstchen nicht reinpasst. Ja, also, und das sind genau die Stellen für die Zahnseide. Warum bin ich so für die Zwischenraumbürstchen? Ich sage es ganz gerne, weil ja zwischen den Zähnen eine Mulde ist, die du möglicherweise auch gar nicht siehst, vielleicht siehst du sie aber auch, aber zwischen den Zähnen ist eine Mulde und die ist unterhalb von diesem Zahnkontakt. Ja? Also die Zähne sind ja nicht geometrisch gerade, sondern die sind etwas gewölbt und unten am Zahnfleisch ist eine Mulde und in dieser Mulde kannst du mit Zahnseide nicht so perfekt reinigen. Ja, da reinigst du perfekt mit Zwischenraumbürstchen. Aber in dem Bereich, wo die Zähne in Kontakt stehen miteinander, kannst du wiederum mit dem Zwischenraumbürstchen nicht so gut reinigen, weil da kommst du gar nicht durch. Also du kannst mit dem Zwischenraumbürstchen immer nur am Zahnfleisch entlang reinigen, nicht hoch und runter. Und dieses Hoch und Runter, das macht die Zahnseide. Deswegen plädiere ich dafür, dass du Zahnseide und Zwischenraumbürstchen verwendest. Und ja, wenn du das einmal am Tag machst, nehmen wir mal an, du machst es abends, dann nimmst du dir da einfach 5 Minuten Zeit für deine Zahn- und Mundpflege. Oder aber du machst es morgens. Also es ist vollkommen egal, wann du es machst.
Ganz viele Patienten sagen mir, ja, abends bin ich so müde, da bekomme ich das nicht mehr hin. Nicht schlimm, dann machst du es nicht abends, sondern morgens. Ich persönlich mache es auch morgens. Ich persönlich nehme mir morgens besonders viel Zeit im Badezimmer und nicht nur um mich allgemein ein bisschen zurechtzumachen, sondern eben auch für meine Zahn- und Mundpflege. Ja, und wenn du dir bewusst bist, dass einfach ja die Zähne das Tor für viele, viele Krankheiten sein können, dann nimmst du dir die paar Minuten Zeit jeden Tag und pflegst diese Zähne, pflegst dieses Tor, achtest darauf, dass da eben nicht diese Keime durch diese Zähne, durch diese Zahnfleischtaschen in deinen Körper hineinkommen. Und letztlich ist es ganz einfach. Wirklich, du brauchst wirklich nur ein bisschen liebevoller mit deinem Körper, mit deinen Zähnen umzugehen und wirklich die richtigen Tools. Und wenn du dir mit irgendeinem Tool nicht sicher bist, dann nimmst du es einfach mit zu deinem Zahnarzt in die Zahnarztpraxis. Und auch wenn dein Zahnarzt nicht so viel Zeit hat, sich darüber so auszutauschen, dann hat es aber die Dentalhygienikerin, da wo du die professionelle Zahnreinigung bekommst. Das ist die richtige Ansprechpartnerin, die dir da wirklich Rede und Antwort stehen kann und eben schauen kann, okay, so und so groß sind die Zwischenräume, solche Bürstchen bräuchtest du, ja. Und wenn die Zahnarztpraxis die Bürstchen auch verkauft, machen ja viele Praxen, dann nimmst du welche mit und dann hast du schon mal die Größe und entweder du bleibst genau bei der Sorte oder du suchst dir im Geschäft in der gleichen Größe von einer anderen Sorte was aus. Also wie gesagt, jetzt weißt du ja, dass du von den Farben her da aufpassen musst, dass du einfach nach der Größe gucken musst, ja. Genau, das war die Frage 1. Die Frage 2 lautet, wie wichtig ist die Zungenreinigung wirklich und wann mache ich sie am besten? Also Zungenreinigung ist auch so etwas, wo ich sage, es ist so einfach, seinem Körper bei der Entgiftung zu helfen. Es ist erschreckend einfach sozusagen und wir Menschen neigen dazu, Dinge, die einfach sind, einfach nicht zu tun, einfach zu vernachlässigen. Und das finde ich so schade. Also pass auf, die Zunge ist ein Organ, in dem oder auf dem ganz viele andere Organe abgebildet sind. Unter anderem auch die Niere und die Leber. Und indem du quasi die Zunge, ich sag jetzt mal, massierst, in Anführungsstrichen, aktivierst du die Leber und die Niere. Das heißt, du aktivierst die Funktion der wichtigsten Entgiftungsorgane. Ja, also das alleine ist schon ein großer Grund, die Zunge zu reinigen. Hinzu kommt aber noch, dass die Zunge selbst ein Entgiftungsorgan ist. Die Zunge oder auf der Zunge sind morgens, also morgens merken wir das besonders, weil wir in der Nacht regeneriert haben und entschlackt haben, also während wir geschlafen haben, hat unser Körper ja Unmengen an Leistungen vollbracht, ja, und hat einfach abgestorbene Hautschüppchen auf der Zungenoberfläche abgelagert, Giftstoffe, die er nicht mehr gebraucht hat, und Schlacken. Und wenn du diese entfernst jeden Morgen, dann hilfst du deinem Körper da einfach massiv wirklich diese Gifte loszuwerden. Sprich, wenn du die Zunge reinigst mit einem Zungenschaber, eben durch Ausschaben, aber wirklich sanftes Schaben von hinten nach vorne, dann entfernst du diese Bakterien, diese abgestorbenen Hautschüppchen und die Giftstoffe und aktivierst zusätzlich auch noch die Entgiftungsorgane Leber und die Niere. Natürlich bekommst du auch noch deinen Mundgeruch weg. Das passiert quasi automatisch. Und natürlich bekommst du ein frisches Gefühl im Mund. Also deswegen, Zungenreinigung ist einfach immens wichtig. Und auch das, wie gesagt, ist so, so einfach. Ja, wann machst du es am besten? Ich glaube, das kam jetzt im Kontext schon heraus. Am besten gleich morgens nach dem Aufstehen. Wenn du dir vorstellst, in der Nacht hat dein Körper gearbeitet, du stehst morgens auf, du gehst ins Badezimmer, gehst vielleicht auf die Toilette, dann ist genau die Zeit,
die Zunge zu schaben, die Zunge zu reinigen. Du kannst dafür einfach einen Zungenreiniger nehmen, entweder einen ayurvedischen aus Metall oder du nimmst einen Teelöffel oder du nimmst einen Plastikzungenschaber, den es in der Drogerie gibt. Die finde ich jetzt persönlich nicht ganz so schön, aber es ist wirklich dann deine Geschmackssache und kannst die Zunge schaben. Wenn du es noch besser machen möchtest, wirklich quasi perfekt machen möchtest und deinem Körper noch mehr helfen möchtest, dann gibst du auch ein Mittel noch auf die Zunge drauf, welches die Bakterien, die Hautschüppchen bindet. Und dieses Mittel kann ein sehr, sehr gutes Öl sein, ein Bioöl, welches du für 10 Minuten, 15 Minuten im Mund hin und her bewegst. Bedeutet schon wieder, dass du natürlich ein bisschen länger im Badezimmer verbleibst. Vielleicht machst du in der Zeit auch noch was anderes im Badezimmer. Oder ganz viele berichten mir, dass sie in der Zeit schon das Frühstück vorbereiten, ja, und einfach das Öl im Mund noch behalten und hin und her bewegen. Oder aber, wenn du sagst, nee, das wird mir jetzt aber ein bisschen zu viel oder zu lang oder Öl mag ich sowieso nicht im Mund, nicht so viel und so, dann kannst du natürlich auch von Muscana denn das Zungengel nehmen. Schließlich habe ich es genau dafür entwickelt, weil ich eben in der Praxis, im Gespräch mit meinen Patienten immer wieder festgestellt habe, die meisten wollen dieses Öl nicht im Mund behalten. Klar, wenn du ayurvedisch bewandert bist, wenn du in der Richtung schon viel gemacht hast und da wirklich von überzeugt bist, dann machst du es mit dem Öl ziehen. Aber vielleicht hast du auch zwischendurch mal keine Lust oder bist im Urlaub oder was auch immer. Und dann empfehle ich dir, das Gel zu nehmen. Das geht einfach viel schneller auch und hinterlässt einfach ein frisches Gefühl im Mund gleich. Und das Gel ist wirklich ganz leicht aufzutragen, auf der Zunge ein bisschen verteilen. Und dann wird es eben auch geschabt. Das Ganze dauert 10 Sekunden. Ja, das ist die Zungenreinigung. Also ganz wichtig. Gut, kommen wir zur Frage Nummer 3. Annette, welche Zahnpasta soll ich nehmen? Die von Muscana Dent ist gerade ausverkauft und das schon seit Monaten. Und überhaupt, welche Zahnpasta ist die beste? Und natürlich die Fluoridfrage. Die Fluoridfrage, die mir so häufig gestellt wird. Vielleicht erst einmal zu der Muscana Dent Zahnpasta. Ja, es war wirklich ein Akt gewesen, diese Zahnpasta zu entwickeln, zu entwerfen, zu entwickeln, zu produzieren. Und ja, es war tatsächlich die erste Zahnpasta mit Kokosnussöl in Europa. Und ich war so stolz. Und ja, wie das so passiert ist, dass die Zahnpasta ausverkauft war. Also es war erstmal ein Riesenboom, ein Drang auf die Zahnpasta. Und durch die Pandemiezeit war es uns ja nicht möglich, beziehungsweise unseren Händlern, den Zulieferern, war es nicht möglich, uns die Rohstoffe so zu liefern in der Qualität und in der Geschwindigkeit, wie wir sie gebraucht haben. Und das ist der Grund, warum die Zahnpasta ausverkauft ist. Und in der Zwischenzeit habe ich aber auch an der Rezeptur noch etwas gearbeitet, so dass ich die Rezeptur noch etwas verbessern möchte. Und da sind wir jetzt gerade dabei, mit den Lizenzen wieder zu arbeiten. Und ja, du darfst gespannt sein, was da kommt. Aber ganz ehrlich, es wird noch ein paar Monate dauern. Und mir ist bewusst, dass du natürlich in der Zwischenzeit deine Zähne mit einer guten Zahnpasta putzen musst. Und da bitte ich dich wirklich, schau einfach in einen Biomarkt. Ja, also nimm von den herkömmlichen Zahnpasten auf jeden Fall Abstand. Achte darauf, dass deine Zahnpasta möglichst keine Chemie enthält. Also ich will mal so sagen, ganz ehrlich, also 100%ig, ohne jegliche Chemie, je nachdem wie man Chemie definiert, geht es nicht, weil es braucht irgendwas zum Binden und dergleichen. Ja, aber dass da wirklich keine Giftstoffe enthalten sind, also keine künstlichen Aromen, keine Konservierungsstoffe, keine künstlichen Farbstoffe, natürlich keine Schäumer, keine Tenside, dann kein Fluorid, tatsächlich kein Fluorid. Also
und am besten natürlich noch gute Inhaltsstoffe, gute Mineralien und gute Pflegestoffe für das Zahnfleisch. Denn das Zahnfleisch braucht Pflege. Es heißt ja Mundschleimhaut. Und so wie deine Haut braucht auch, also im Gesicht und überall am Körper, braucht auch die Mundschleimhaut also Pflege. Ja, also du brauchst nicht die Zahnpasta, um die Belege von den Zähnen zu beseitigen. Das ist wirklich ein Trugschluss. Das brauchst du nicht. Du brauchst dafür eine gute Zahnbürste. Aber du brauchst die Zahnpasta, um die Zähne zu mineralisieren. Ja, funktioniert natürlich nur dann, wenn du ein bisschen länger als eine Minute putzt, also schon diese 3 Minuten ausnutzt. Und du brauchst die Zahnpasta mit guten Inhaltsstoffen, um das Zahnfleisch zu pflegen. Ja, alles andere ist einfach Quatsch und Werbung. Und natürlich kannst du keinen Zahnschmelz auftragen. Und natürlich kann deine Zahnpasta die Karies nicht wegmachen oder dergleichen. Also das sind einfach alles Werbesprüche, an denen du lächelnd vorbeigehen darfst. Und ja, und die Fluoridfrage. Also Fluorid ist eine Substanz, die den Zahnschmelz härtet. Punkt. Aber Fluorid ist auch eine Substanz, die sich in deinem Körper ansammelt, ganz besonders in der Zirbeldrüse, und viele Enzymvorgänge hemmt. Punkt. So, jetzt ist die Frage, ab wann ist quasi ja das Limit an Fluorid erreicht, dass es dann zum Gift wird? Und das ist eine sehr lustige Frage. Denn auf diese Frage würdest du ja beim Quecksilber ja nicht kommen. Ja, also ne, Quecksilber ist auch ein Gift. Und natürlich magst du das nicht jeden Tag ein kleines bisschen einnehmen, weil du sagst, naja, mein Körper, der hält es noch aus, vielleicht bis ich 70 bin oder bis ich 80 bin und dann ist es auch eh egal. Nein, das ist ja ein Quatsch. Also wir versuchen ja oder wir sollten versuchen, wenn uns unsere Gesundheit wichtig ist und deswegen bist du ja in diesem Podcast. Wir sollten versuchen, möglichst wenig Gifte zu uns zu nehmen. Und daher ist meine Empfehlung kein Fluorid in der täglichen Zahnpflege. Weil ja auch noch hinzukommt, dass ja eine Karies keine Fluoridmangelerkrankung ist. Na? Also das ist einfach so nicht. Dann hätten wir ja schon längst die Karies ausgerottet. Also ja, schaut dir mal die Kinder an, die die Fluoridtabletten bekommen, die fluoridierte Zahnpasta bekommen. Wieso bekommen die denn überhaupt noch eine Karies? Ja, oder die erwachsenen Menschen? Also die Karies ist einfach keine Fluoridmangelerkrankung, sondern die Karies entsteht eben durch Säureangriff. Und das heißt, es braucht Bakterien im Mund und die Bakterien brauchen Nahrung, die Nahrung, die du jeden Tag in den Mund reingibst, besonders Zucker und Zeit, um diesen Zucker in Säure zu vergären und dann können die Bakterien an der Zahnoberfläche angreifen und ihr Unheil verrichten. Aber ich habe auch Fluorid in der Praxis, in der Zahnarztpraxis, denn es gibt durchaus Bereiche, Stellen, Situationen, wo wirklich das Fluorid an der Zahnoberfläche ganz klar touchiert, ja, einen Anwendungsbereich hat, ganz klar. Aber eben nicht in der täglichen Zahnpflege. So, das war die, ich hoffe, ich habe die Frage zu der Zahnpasta hinreichend beantwortet. Also bitte, bitte schau in den Biomarkt und wenn du ja mir weiter folgst, dir Podcast-Folgen anhörst, dann wirst du das schon mitbekommen, wann wieder eine Zahnpasta bei Muscana denn da sein wird. Und ja, ich kann da im Moment noch keinen Zeitpunkt nennen. Frage Nummer 4. Also Annette, obwohl ich alles in der Zahnpflege tue, ja, Zahnseide, Zwischenraumbürste, Zungenreinigung, wird mein Zahnfleisch einfach nicht besser. Ja, es geht zurück, es ist wund, ja, und meine Parodontose wird nicht besser. Da habe ich 2 Ansätze. Und der erste Ansatz ist, machst du wirklich alles und vor allem, wie machst du das? Ja, also das wäre dann nochmal genau anzugucken. Also sprich, die Antwort Nummer
1 oder die Antwort zu Frage 1 und 2 und 3, was ich gerade beantwortet habe. Machst du wirklich all diese Dinge, befolgst du all diese Dinge? Und dann kann es aber auch sein, und das begegnet mir in der Praxis tatsächlich sehr häufig, dass du möglicherweise nur glaubst, dass dein Zahnfleisch nicht gut ist. Ich habe immer wieder Patientinnen, so meistens so zwischen 30 und 40 Jahren, ja, oder zwischen 25 und 40, die das Gefühl haben, das Zahnfleisch geht zurück, es ist alles ganz furchtbar und es ist ständig wund und entzündet. Und dabei ist es nicht so. Ja, also das scheint so, ich will nicht Einbildung dazu sagen, aber das scheint so ein bisschen so in die Richtung zu gehen, ich mache das nicht gut genug. Ja, ich mache das nicht gut genug und ich sehe doch, das Zahnfleisch zieht sich zurück und es ist ganz furchtbar. Und ja, es kann durchaus sein, dass du siehst, dass das Zahnfleisch an ein, zwei Stellen etwas zurückgegangen ist. Aber der Grund mag auch ein anderer sein. Der Grund ist da in dem Fall möglicherweise nicht, dass Bakterien zu diesem Zahnfleischrückgang geführt haben, sondern dass du mit den Zähnen presst und knirscht. Ja, also insofern, das kann durchaus sein, dass du dich da wirklich täuscht. Ja, also wirklich deinen Zahnarzt da befragen, ist das wirklich so? Und wenn es tatsächlich so ist und du machst wirklich, wirklich von der Zahn- und Mundpflege alles perfekt und du hast eine Parodontitis-Therapie beim Zahnarzt gehabt und es wird nicht besser, dein Zahnfleisch blutet und es entzündet sich immer wieder, es schwillt an, dann sind die anderen Bereiche in der Parodontitis-Therapie nicht bedient worden, nicht behandelt worden. Und zwar einmal der Bereich, dass dein Zahnarzt nichts gegen die Bakterien in der Zahnfleischtasche getan hat, ja, dass er die Zahnfleischtasche nur gesäubert hat. Und dann darfst du dir das so vorstellen, also es sind halt feste Ablagerungen entfernt worden, aber im Zahnfleisch und im Knochen sind die Bakterien ja noch da. Ja. Und die Bakterien kann man da beseitigen, indem man ein Antibiotikum reingibt, wovon ich auf jeden Fall abrate, oder aber indem man mit Ozon oder Sauerstoff arbeitet, weil die Bakterien in der Tiefe der Tasche anaerobe Bakterien sind, also Bakterien, die keinen Sauerstoff brauchen. Und in dem Augenblick, in dem sie mit Sauerstoff in Kontakt kommen, vernichtest du sie quasi. Und das ist also ein Bereich, der gehört in eine gute und ganzheitliche Parodontitis-Therapie auf jeden Fall dazu. Und der dritte Punkt, der dritte Bereich, ist dein Immunsystem. Ja, wenn dein Immunsystem schwach ist, deine Abwehr schwach ist, dann ist das der nächste Ansatz. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du dazu ja, mehr Informationen haben möchtest, weil das würde jetzt wirklich den Rahmen von dieser Podcast-Folge sprengen, wenn du dazu mehr Informationen haben möchtest, dann schau bei Muscana, bei der Muscana Akademie auf der Homepage, bei dem Aktivprogramm Gesundheit beginnt im Mund. Dazu habe ich ja auch ein Buch geschrieben, also das wäre ein Tipp auch für dich, dass du dir das Buch holst, Gesundheit beginnt im Mund. Und da gibt es auch ein Online-Programm, das läuft 2-3 Mal im Jahr, das läuft nicht immer durch, weil es eben auch mit Live-Komponenten ist. Und da kannst du aber auf der Seite schon mal schauen und wenn es gerade nicht läuft, kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen oder du suchst dir einfach nur die Bereiche heraus, die dich interessieren und liest dir diese Textpassagen durch. Aber das ist ein ganz wichtiger Bereich. Ohne dem, wenn das Immunsystem nicht aufgebaut wird, ohne dem wird die Parodontitis nicht dauerhaft beseitigt. Punkt. Das ist einfach so. Und dann gibt es noch einen zweiten Bereich, wenn noch nicht mal die Parodontitis-Therapie bei dir gelaufen ist oder nicht gut gelaufen ist, nicht alle Bereiche abgedeckt worden sind, dann hilft es auch manchmal, einfach den Zahnarzt zu wechseln. Muss ich auch mal so sagen, weil es gibt tatsächlich viele Kollegen, die achten
aus Gründen, wie auch immer, es ist mir unverständlich, aber die achten nicht so sehr auf das Zahnfleisch und auf die Mundflora. Ja? Die achten nur darauf, okay, wo sind jetzt Löcher, wo kann ich jetzt eine Füllung, eine Krone machen oder fehlt da irgendwo ein Zahn, kann ich ein Implantat machen? Ne, die sind mehr so auf dieser Reparaturschiene, aber nicht auf dieser Erhaltungsschiene. Ja, denn klar, Mundflora aufbauen, Parodontitis-Therapie machen und zwar ganzheitlich, das ist eine Erhaltungstherapie. Und das wird einfach nicht in jeder Zahnarztpraxis so bedient. Yes. Gut, dann kommen wir zur Frage Nummer 5. Frage Nummer 5 bezieht sich auf den Ayurveda. Und zwar bekomme ich häufig die Frage, ja, zu den Dosha-Typen. Ich bin so ein Mischtyp, ich weiß es nicht so ganz genau, was soll ich denn nun eigentlich essen und was soll ich einkaufen und wie ist das mit der Reinigung und also mit der Zahnreinigung ayurvedisch betrachtet. Und da darf ich dir den Druck nehmen. Ja, es gibt im Ayurveda die Dosha-Einteilung, aber nein, du musst das nicht alles wissen, du musst das nicht alles können und du musst das nicht alles benennen können. Ja, ja, es ist zwar schön, wenn du weißt, okay, du bist Kapha, Pitta oder Vata-Typ und wenn du verstehst, du bist der Vata-Typ, bei dem einfach Luft und Raum eine ganz dominante Rolle spielen, dann bist du der Typ, der eher zu Schmerzen neigt. Ja, Vata bzw. Schmerzen sind immer Vata. Du hast dann einfach zu viel Bewegung. Auch, also mit Bewegung ist nicht nur die körperliche Bewegung gemeint, sondern eben auch die geistige. Ja, also deine Gedanken, die schwirren in deinem Kopf herum. Du bist da ganz kopflastig und bekommst Kopfschmerzen und dergleichen. Du machst viele Dinge auf einmal und ganz ehrlich, du musst nicht wissen, dass das Vata ist. Du weißt auch so, dass du mehr Ruhe und Entspannung brauchst. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn du verschiedene Dinge liest und lernst, ob das jetzt aus dem Ayurveda ist oder aus der traditionellen chinesischen Medizin oder aus anderen naturheilkundlichen Medizinarten und Sparten, aus der Homöopathie, wie auch immer, such dir das Beste aus allen Welten heraus für dein Leben. Ja, also mach das nicht dogmatisch. Mach das nicht dogmatisch, sondern wenn du immer so ein Krümelchen für dich rausnimmst, dass du verstehst, wie du tickst, wie du funktionierst oder dass du weißt, ah, okay, wenn ich in meinen geliebten Kaffee, auf den ich nicht verzichten möchte, ein bisschen Zimt und ein bisschen Kardamom hineingebe, so eine kleine Prise, so wird dieser Kaffee bekömmlicher für mich. Ja, das wäre zum Beispiel so eine Kleinigkeit aus dem Ayurveda. Ja, du musst deswegen nicht auf deinen Kaffee verzichten, weil so funktioniert es eben nicht. Du sollst ja, was heißt du sollst? Du darfst in deinem Leben einfach genießen. Du bist hier, um zu genießen. Du bist hier, um das Leben zu leben, um möglichst viel, ja, mitzunehmen, zu erleben. Ja, und nicht um eine Regel nach der nächsten zu befolgen. Und dein Körper und deine innere Stimme, deine Intuition, die wissen ganz genau, was dir gut tut. Und das Einzige, was ich dir wirklich, wirklich ja, ans Herz lege, ist, dass du dir die Zeit nimmst, da jeden Morgen einfach drauf zu achten, in dich hineinzuhören und ja, manchmal hast du vielleicht so eine richtige Lust auf etwas Süßes. Ganz ehrlich, ja, dann isst doch das Stück Schokolade. Genieße sie aber. Ja, also mach dir das zur Pflicht, dass du sie genießt. Wenn du sie genießt, dann ist sie für dich nicht so giftig, sondern sie ist dann für dich wirklich ein Luxus für deine Sinne, für alle Sinne. Ja. Dufte an diesem Stückchen Schokolade, welches du essen möchtest. Ja, lutsche, genieße diese Schokolade und schlinge sie nicht einfach herunter.
weil wenn du sie herunterschlingst, dann hat sie eine giftige Wirkung für dich, weil du kriegst ja den Geschmack ja gar nicht richtig mit. Ja, sondern du, wenn du sie in dich einfach hineinwirfst und hinunterschlingst, dann ist es ja, ja, dann nimmst du sie zu dir, um irgendeinen Mangel zu beseitigen. Und das kann die Schokolade nicht leisten. Weil es ist ja nicht der Mangel an Zucker, sondern ein ganz ein anderer Mangel. Also in dem Sinne, es ist, ich möchte nicht sagen, egal, was für ein Dosha-Typ du bist, ja, aber eigentlich schon. Also du solltest dich ein bisschen kennen, aber das tust du garantiert und da wirklich dir und deinen Sinnen vertrauen. So, dann komme ich zur Frage Nummer 6. Frage Nummer 6 lautet, ich habe schon eine Schiene und ich presse aber weiter. Wie werde ich das Pressen in der Nacht los? Also das Zähnepressen. Es geht hier um Zähneknirschen, Zähnepressen. Und ja, das ist ein wichtiges Thema. Also ich bin auf jeden Fall schon mal ganz glücklich, dass du erkennst, die Schiene nimmt dir dieses Pressen nicht weg. Das denken nämlich ganz, ganz viele Menschen. Viele Menschen denken, okay, ich lasse mir jetzt vom Zahnarzt eine Beißschiene, eine Knirscheschiene einsetzen und dann knirsche ich einfach nicht mehr. Und dies ist ein großer Trugschluss, denn du beißt dann einfach auf dieser Schiene drauf. Und es gibt Fälle, es gibt Menschen, die beißen dann auf der Schiene stärker sogar noch drauf als ohne Schiene. Es gibt aber auch Menschen, die beißen dann nicht mehr so stark. Ja, und zu welcher Sorte du da quasi gehörst, das weiß man in der Regel ja nicht vorher. Nichtsdestotrotz ist eine Schiene, in dem Fall so eine Beißschiene, ja wichtig zum Schutz für deine Zähne und damit sie eben den Kaudruck verteilt. Also hat natürlich als Voraussetzung, dass dein Zahnarzt diese Schiene kontrolliert hat, geschaut hat, dass die Kontaktverteilung wirklich gleichmäßig ist. Wenn du also das Gefühl hast, du beißt auf deine Schiene drauf und irgendwie beißt du nur auf einer Seite oder dergleichen, dann sag das deinem Zahnarzt, damit er das dementsprechend regulieren kann. So, nichtsdestotrotz, du willst das Knirschen und das Pressen loswerden. Und da stellst du dir am besten die Frage, warum mache ich das? Ich weiß, das klingt jetzt ganz, ganz komisch für dich. Warum mache ich das? Denn wenn du das wüsstest, ja, dann würdest du es ja nicht tun. Ich weiß, dass du das jetzt so denkst. Aber dennoch ist es ganz wichtig, sich erstmal bewusst zu machen, ich mache das, weil ich damit irgendetwas verarbeite. Ja, also unser Kausystem, unser Kauorgan verarbeitet, zerbeißt im wahrsten Sinne des Wortes beim Pressen und Knirschen ja irgendetwas. Und klar sind es meistens irgendwelche Gedanken, Probleme, die uns beschäftigen. Ja, das kann sein, dass dass es irgendwas ganz Kleines ist und ganz Vordergründiges. Es kann aber auch sein, dass es etwas ganz, ganz Tiefes ist, aus der Kindheit, ganz tief irgendwie in deine Seele vergraben ist und du hast überhaupt gar keinen Zugang dazu, beziehungsweise du nimmst dir gar nicht die Zeit, um diesen Zugang zu bekommen. Und die Tools, mit denen ich da gute Erfahrungen gemacht habe in den vergangenen Jahren, sind einmal Meditation, Entspannung. Ja, und dafür habe ich auch entsprechende Programme für dich entwickelt. Du kannst zum Beispiel ein Meditationsprogramm bei mir buchen. Das ist ein Online-Seminar. Ich setze mal den Link in die Shownotes rein, falls dich das interessiert. Ja, und das ist so ein richtiges Aktivprogramm in der Meditation sozusagen, in dem ich dir auch tatsächlich Aufgaben gebe, die zu bearbeiten sind. Ne? Indem du wirklich, wenn du in die Stille gehst, dir quasi selbst deine Intuition, eine Frage stellen kannst und dann wirklich auf die Antwort warten kannst. Das funktioniert tatsächlich, ja. Du musst dich einfach nur drauf einlassen. So einfach ist es quasi. Ein zweites Tool, welches wirklich
viele meiner Patienten weit gebracht hat oder welches wirklich der Game Changer gewesen ist, das ist Hypnose. Ich arbeite in der Praxis auch mit einer Hypnosetherapeutin. Und ja, Hypnose ist nochmal so was ganz Besonderes, Dinge aus der Tiefe irgendwie an die Oberfläche zu bekommen. Denn du kannst die Dinge ja nur bearbeiten und nur ändern, wenn du sie anschaust. Klar, ganz klar, ich weiß, in der Theorie klingt es sowieso ganz klar. Nur meistens, wenn es ja um uns selbst geht, um Dinge, die wir vergraben haben, aus gutem Grund vergraben haben, wollen wir es irgendwie nicht so richtig wahrhaben und wir wollen uns damit nicht beschäftigen. Aber dein System beschäftigt sich immer damit, eben durch Pressen und durch Knirschen. Ja. Nächste Frage. Mein Kiefergelenk knackt, aber ich habe keine Schmerzen. Muss ich dennoch etwas tun? Muss das behandelt werden? Es ist so, es gibt verschiedene Gründe für ein Kieferknacken. Ein Grund, der am häufigsten vorkommt, ist, weil die Gelenkscheibe verlagert ist. Also es gibt beim Kiefergelenk, wie bei anderen Gelenken auch, wie zum Beispiel beim Kniegelenk auch, gibt es eine Gelenkscheibe. So, und jetzt stell dir mal das Kniegelenk erstmal vor, das ist ja ein bisschen größer als das Kiefergelenk. Stell dir mal beim Kniegelenk vor, dass deine Gelenkscheibe, der Diskus, dass die Gelenkscheibe verlagert ist, ja, dann ist sie sofort klar, ja, das hat ja irgendeinen Grund. Irgendwie hat es einen Grund und es wäre besser, wenn die nicht verlagert wäre, weil dann das Gelenk einfach besser funktioniert, besser laufen kann und eben auch nicht ungleichmäßig belastet wird. Und genau das Gleiche gilt auch für das Kiefergelenk. Bedeutet, das ist ja schon etwas, ja, ich sage jetzt mal Schaden. Das ist ja schon ein Schaden, dass das Gelenk eben nicht zu 100%ig rund läuft. Ja? Und auch wenn es keine Schmerzen verursacht, ist es nicht in Ordnung. Das bedeutet, es sollte auf jeden Fall angeschaut und vermutlich auch behandelt werden. Weil erst wenn wir den Grund wissen, was knackt da wirklich und warum knackt es, dann kann man sagen, okay, du brauchst jetzt vielleicht eine Funktionsschiene oder du kannst vielleicht deine Bewegungen ein bisschen anders machen mit deinem Gelenk. Ja, da kann man durchaus so in der Physiotherapie Übungen bekommen, dass du den Mund dementsprechend ein bisschen anders aufmachst, ja, und dass dein Gelenk einfach wieder gerade läuft. Aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen deines Körpers, da stimmt etwas nicht. Ja, das ist die Sprache deines Körpers, ganz klar. Und ja, du solltest da auf jeden Fall etwas tun. Und mir ist bewusst, dass ganz viele Kollegen sagen, mei, das knackt halt einfach, da ist nichts zu tun. Und in dem Falle überlasse ich das wieder deiner Intuition, deiner inneren Stimme, ob du vielleicht einen anderen Kollegen aufsuchst, vielleicht einen, der sich auf die Kiefergelenke, auf CMD spezialisiert hat, oder ob du das dabei bewenden lässt und sagst, okay, dann warte ich mal nochmal ein Jahr. Aber ich empfehle dir auf jeden Fall, dich ein bisschen mehr zu beobachten, dir etwas mehr Achtsamkeit zu geben, ja, und dann wirklich so in dich hineinzuhorchen. Was mache ich denn so mit meinem Kiefer? Bin ich da verspannt, ja? Was zerbeiße ich gerade? Was beschäftigt mich, ja? Soll ich mir vielleicht mal zumindest mal so eine einfache Beißschiene machen lassen oder Physiotherapie machen oder Selbstmassage? Also auch dazu habe ich tatsächlich auch ein Seminar gemacht, das CMD-Therapie-Online-Seminar, wo viele Informationen in der Richtung sind. Also auf jeden Fall empfehle ich dir, da hinzuschauen, da einfach hinzuschauen. Ja, gut. Nächste Frage, wir sind bei Frage 8. Welche Schiene ist die beste? Die Antwort ist ganz einfach, keine. Es gibt einfach keine die beste Schiene. Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Schienentherapie ist individuell zu sehen.
Und es gibt für den einen reicht vielleicht eine einfache Entspannungsschiene, eine andere braucht eine Positionierungsschiene. Also es gibt nicht die beste Schiene. Und es gibt einfach viele verschiedene Arten von Schienen und vor allem, und das ist noch viel entscheidender, viele verschiedene Kiefergelenkspositionen, in denen eine Schiene hergestellt werden kann. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, denn ja, das kann nur ein Zahnarzt, der sich auf CMD spezialisiert hat, auf die Kiefergelenke spezialisiert hat, der sich damit beschäftigt, nur der kann entscheiden, welche Schiene für dich die beste ist. Frage Nummer 9, wir sind also schon fast am Ende. Soll ich eine Bisssanierung machen oder nicht? Und das ist natürlich auch eine individuelle Frage, aber die bezieht sich auch auf die CMD-Therapie. Und zwar gibt es zum Glück nicht immer und tatsächlich auch nicht, ja, nicht so häufig, aber auch nicht so selten, gibt es so zum Ende der CMD-Therapie, die Notwendigkeit manchmal, die Zähne in einer anderen Position hinzustellen beziehungsweise den Zahnersatz anders zu gestalten, weil eben dieser Zahnersatz, der gerade im Mund ist, dazu geführt hat, dass diese CMD so entstanden ist, ja, dass einfach diese Funktionsstörung sich entwickelt hat. Und wenn dieser vorhandene Zahnersatz dazu geführt hat, dann ja, dann musst du diesen Zahnersatz auswechseln. Ja, das ist genauso, wie wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du trägst Schuhe mit unterschiedlichen Absätzen und bekommst dadurch einen Hüftschaden. Dann ist es logisch, dass du diese Schuhe ausziehen musst. Du musst andere Schuhe tragen. Ja, du musst andere Schuhe tragen, du musst Schuhe tragen mit der gleichen Sohle, ja, vielleicht Sneakers, die eine weiche Sohle haben, ja, aber du musst diese Schuhe mit unterschiedlichen Absätzen ausziehen. Sonst geht es einfach nicht, ne? Du kannst nicht erwarten, dass die CMD-Therapie funktioniert und du trägst immer noch diese Schuhe weiter. Und genauso ist es da mit der Bisssanierung. Allerdings sollte vor so einer Bisssanierung natürlich eine entsprechende Funktionsanalyse, dann eine Schienentherapie erfolgen und es dann natürlich wirklich ganz kontrolliert der Biss eingestellt werden. So, liebe Freunde, wir kommen zur letzten Frage. Und die letzte Frage lautet, ich habe da einen toten Zahn, einen wurzelgefüllten Zahn, soll dieser Zahn weg? Das ist auch eine, ja, schwierige Frage. Es gibt ganzheitlich arbeitende Zahnärzte, die entfernen tatsächlich jeden toten Zahn. Die entfernen sogar den ganzen Knochen weitläufig drumherum und setzen dann ein Implantat rein. Und ich muss sagen, all diese Dinge, die so extrem sind und immer so pauschal betrachtet werden, sind einfach in meinen Augen nicht richtig. Ja, es muss einfach immer individuell geschaut werden. Und ja, ein toter Zahn ist eine Belastung für dein System. Aber die Frage ist, ja, wie stark ist die Belastung? Ja, man kann das auch messen. Man kann die Gifte, die der Zahn in das Gewebe entlässt, kann man messen mit einem Orotox-Test. Dann kann man aber natürlich auch röntgenologisch und klinisch schauen. Also man muss einfach mehrere Faktoren, mehrere Aspekte in die Waagschale legen und dann eben auch schauen, was ist die Alternative und wie sieht das ganze Gewebe drumherum aus. Deswegen würde ich nie jetzt pauschal so im Podcast oder einfach so mal sagen, ja, jeder tote Zahn muss weg, aber natürlich jeder entzündete tote Zahn sollte ganz genau betrachtet werden, ob es nicht besser ist, den zu entfernen. Und da ist es häufig besser, aber er muss ja entzündet sein. Verstehst du? Na, also nicht der tote Zahn an sich muss immer weg, sondern es ist eben ja, individuell zu betrachten. Und auch da, wenn du dir nicht sicher bist, ein Zahnarzt nimmt es auf die leichte Schulter oder er kann
entsprechende, vielleicht eine 3D-Aufnahme nicht machen oder einen Urotox-Test nicht machen, dann kannst du ja ganz gerne einen anderen Kollegen, einen weiteren Kollegen mal aufsuchen und dich da einfach beraten lassen. Und auch da auf deine Intuition achten. Ganz, ganz wichtig. Ich habe das ganz häufig in der Praxis erlebt, dass ein Patient mir gesagt hat, da stimmt was nicht, ich spüre das. Und ich konnte es nicht sehen, ich konnte es auch nicht messen. Ja? Und wenn wir dann so einen Zahn entfernt haben, dann ging es dem Patienten tatsächlich besser. Ja? Oder es ist mir auch schon, ich habe auch schon erlebt, dass ich dann an dem Zahn eben dann doch eine Entzündung dann gesehen habe, nachdem ich ihn entfernt hatte. Oder aber, wenn wir uns dafür entschieden haben, ihn noch zu belassen, ich dann 2 Jahre später gesehen habe, okay, jetzt sehe ich es auch, da hat ein Thema tatsächlich, also raus mit ihm. Aber der Patient hat es ja schon 2 Jahre vorher gespürt. Verstehst du? Ja, also wir Mediziner sind schon sehr auf das angewiesen, was du spürst. Ja, so ist es. Das sind jetzt die 10 Fragen gewesen, die mir am häufigsten gestellt werden. Es werden mir auch noch weitaus mehr Fragen gestellt und ich freue mich, wie gesagt, jedes Mal, auch wenn ich sie nicht jedes Mal pünktlich beantworte und es manchmal Wochen bis Monate dauert, aber auf irgendeine Art und Weise beantworte ich sie immer. So, meine Liebe, mein Lieber, du hast wirklich lange durchgehalten. Das ist eine lange Podcast-Folge geworden. Und ich freue mich, dass du durchgehalten hast. Und ja, ich animiere dich dennoch, mir Fragen zu stellen, weil, wie gesagt, es ist eine Freude für mich. Ich brenne dafür, dich da weiterzubringen, dir da zu helfen. Und ja, ich stehe jeden Morgen dafür auf, damit du lächeln kannst, ja, um dir ein Lächeln auf dein Gesicht zu zaubern, um dich von Schmerzen zu befreien. Das ist so, ja, mein Sprit quasi, meine Motivation. Wenn dir die Folge was gebracht hat, dann teile sie ganz gerne auch mit anderen Menschen, die du kennst, weil es ist davon auszugehen, dass diese Folge auch denen etwas bringt. Und wenn du dir ein bisschen Zeit nehmen kannst, dann gib mir 5 Sterne und bewerte die Folge und ja, sag mir, was dir am besten gefallen hat. Und noch einmal vielen, vielen Dank für dein Dabeisein und ja, für deine Fragen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, pass gut auf dich auf und sei nächstes Mal einfach wieder dabei. Bis denn, ciao, ciao, deine Annette.